Josenmatrosen, euer Ree hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinen Top 14 Spielen dieses Jahres. Aus den 14 Games, die ich durchgespielt habe dieses Jahres. Also, ne, es sind nicht nur aktuelle Games dabei. Und es ist, wie gesagt, es ist meine persönliche Liste. Ihr habt wahrscheinlich eine andere. Schreibt mir gerne eure Top 5, Top 10, Top 3, wie auch immer, gerne in die Kommentare. Ne? Ja, ich habe mir keine Notizen gemacht. Ich wollte, ja, wie beim letzten Mal auch, aus dem Kopf heraus, das, was mir noch im Sinne geblieben ist von den Games. Es war, ja, mehr oder weniger einfach, die zu ranken. Also, wie gesagt, 14 Games waren es dieses Jahr. Und ja, wie gesagt, mal sehen, was ich euch zu erzählen habe über die Games. Wie gesagt, ich habe mir keine Notizen gemacht. Alles kommt aus dem Gedächtnis und das sagt ja auch einiges aus über ein Game, würde ich sagen, ne? Gut, Platz 14. Full Blast auf der Switch. Ja, Full Blast, ein sehr generischer Shooter, vertikal. Könnte straight auf dem Handy spielen. Ja, von der Grafik her, von, ja, es ist, wie gesagt, es ist alles einfach sehr generisch, es ist nichts Besonderes an dem Game, gibt nicht viel dazu zu sagen, es war relativ schnell durchgespielt, ist okay, ich habe das hier in der, noch sealed, deswegen ist auf PS4 eigentlich, deswegen, was ihr hier gerade seht, ist die Switch-Version, das Ganze ist aus dem Hause Red Art Games. Da wurde mir auf einer Börse hinterhergerufen, ey Ree, du magst doch Schmaps, oder? Und dann wurde mir das so quasi in die Hand gedrückt und verkauft zu einem guten Kurs. Ja, und ist schön, das in der Sammlung zu haben. Ist jetzt aber kein Mega-Must-Have für die Switch. Ich habe wesentlich schlechtere Schmaps in der Sammlung. Und ich denke, zu Recht mein Platz 14. Weiter geht es mit einem Spiel, was ich eigentlich schon auf der Xbox 360 hatte, aber dann wieder verkauft habe, wie auch immer. Beziehungsweise es sind zwei Games, aber ich habe davon nur das erste durchgespielt. Es geht um Death Smiles 1. Ja, Death Smiles 1 habe ich jetzt durchgespielt. Death Smiles 2 bringt mehr oder weniger Neues zum Tisch. Ein bisschen, klein wenig bessere Grafik vielleicht, aber alles in allem ist es sehr ähnlich, so wie ich das gesehen habe. Den ersten habe ich aber, wie gesagt, durchgespielt. Ist ein Bullet-Hell-Shooter, ist eigentlich nicht so mein Fall. Ich bin auch kein Riesenfan von diesem japanischen Art-Style, ja, wo hier die jungen Mädels da relativ kurze Röcke tragen, etc., etc. Ne, ihr wisst, was ich meine. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, auch wenn es ein Bullet-Hell-Shooter ist, denn, wenn ich mich richtig erinnere, hat man da unendlich viel Leben. Also man stirbt und kann eigentlich direkt da weitermachen, wo man gestorben ist. Man kann das so einstellen und so habe ich das Spiel auch ehrlich gesagt durchgespielt. Sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft. Ne? Ja, gibt nicht großartig viel zu sagen. Mehr ist mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht im Sinn geblieben. Außer dass, ja, bevor man ein Level antritt, kann man jedes Mal zwischen drei Schwierigkeitsgraden irgendwie wählen etc. Ja, auf jeden Fall, ja, ist okay, ist ja, Platz 13 bei mir dieses Jahr. Schön ist in der Sammlung zu haben, das ist hier ein Wendecover, ne, eigentlich ist, ja, naja, ihr seht schon, man sieht's nicht, weil da sehr viel dabei ist. Das wiederum ist sehr schön an dem Game, es ist sehr viel, ja, Artwork und eine Anleitung und deswegen, ja, es ist eigentlich ganz cool. Ein Schmapp auf jeden Fall, ein schöner Schmapp für die Sammlung. Gut. Weiter geht's. Platz 12. Foreclosed auf der Switch. Ja, keine Angst, es wird schon noch anderes geben außer Switch Games. Es ist eigentlich gut aufgeteilt zwischen Switch, PS5 und PS4, sage ich mal. Noch ein, zwei kleinere Dinger dazwischen, aber auf jeden Fall Foreclosed hat mir eigentlich recht gut gefallen. Es war, ich habe eigentlich genau das bekommen, was ich erwartet habe, als ich mir Gameplay-Reviews angeschaut habe im Vorfeld. Und zwar, ja, man spielt einen, ja, Namen habe ich natürlich wieder vergessen, einen Herren, dessen Identität geraubt wurde und wir die wieder haben wollen. Und die Story ist
sehr verzwickt mit Intrigen etc. Da hat man noch ein Mädel, was einem quasi zur Seite steht, aber man am Anfang nicht genau weiß, ist sie wirklich auf unserer Seite oder will sie nur für sich ins Geschäft gehen sozusagen. Naja, auf jeden Fall. Das Setting hat mir sehr gut gefallen. Es ist Blade Runner-isch auf jeden Fall, cyberpunkisch. Es hat sehr viel Pink und bräunliche Farben. Grau, Pink, ja, so schön cyberpunkisch auf jeden Fall. Wobei Grau und Pink ist jetzt nicht, Grau und Braun ist jetzt nicht sehr, aber es hat auf jeden Fall, es hat gepasst auf jeden Fall. Was mir ganz gut gefallen hat, war die Aufteilung der Spielgenre. Mal war es ein, also meistens war es ein Third-Person-Shooter. Es gab aber auch so Overhead-Level, ähnlich wie bei Metal Gear, ne, dass man sich so verstecken musste und sich nicht entdecken lassen durfte und so weiter und so fort. Also ja, es war gut unterhalten. 4,5 Stunden oder so habe ich gebraucht für das Game. Jetzt vom Gameplay-technischen her, es ist nichts Wildes. Es ist weit von einem AAA-Titel, aber das Spiel ist nicht teuer. Das kriegt man für, glaub, weniger als 15 Euro. Und wer auf solche Settings steht, der macht für den Preis macht er da nichts falsch auf jeden Fall. Ja, mir hat's ganz gut gefallen. Foreclosed auf Platz 12 bei mir. Foreclosed auf Platz 12. Gut, weiter geht es mit einem Spiel, beziehungsweise auch wieder zwei Games. Das Ganze kam über Limited Run, wenn ich mich nicht irre. Kam das über... Ja, das war ein Limited Run. Eine Limited Run Bestellung von dem Kollegen, das Spiel, beziehungsweise die beiden Games, der mich in dieses Retro-Sammeln wieder reingebracht hat, so. Der das Interesse dafür bei mir so richtig geweckt hat. Es war zwar vorher da, aber als ich ihn gesehen habe im Internet, auf YouTube, geht um The Angry Video Game Nerd. Ja, und es geht auch um seine beiden Games. The Angry Video Game Nerd 1 und 2 Deluxe. Ja, hier im Doppelpack für die Switch. Wie gesagt, das Ganze über Limited Run Games quasi geliefert. Man kriegt eigentlich alles, was man erwartet von diesem Game. Es ist ein Side-Scrolling Jump'n'Run, Run'n'Gun, kann man sagen, Plattformer mit sehr viel Humor. Und die ganzen Charaktere, die man aus dem Angry Video Game Nerd Universum kennt, die Fäkalsprache, es ist alles dabei. Und es macht auch wirklich Spaß. Es hat einen gewissen Härtegrad, aber man hat unendlich viel Leben, es gibt gute Checkpoints und dann mit ein bisschen Üben kriegt man das schon hin und kommt weiter, und so habe ich es auch durchgespielt. Zumindest den ersten Teil, den zweiten habe ich mal angezockt, aber erstmal nicht weitergezockt. Der erste, wie gesagt, aber durch. Und man bekommt unterwegs, wie gesagt, andere Charaktere, mit denen man spielen kann. Hier dieser Kollege von ihm, der den Intro-Song spielt, der hinter der Couch lebt bei ihm. Oder den Bullshit-Man und so weiter und so fort. Und alle haben verschiedene Waffen und verschiedene Fähigkeiten und so weiter und so fort. Ja, macht Spaß. Ist ein gutes, gut gemachtes Spiel, auf jeden Fall. Das war mir das Geld wert. Wie gesagt, sind auch zwei Games drauf, absolut in Ordnung. Sein Film hat ja leider nicht so gute Resonanzen bekommen, aber das Spiel dafür oder die Spiele dafür umso besser. Ja, froh es in der Sammlung zu haben, denke auch zu Recht auf meinem Platz 11. Und ja, das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass der Dialog, ja, ich weiß, es ist an Retro angelehnt von der Grafik und alles, aber während dem Action, des Platformens und so weiter, kamen sehr oft Sprachdialoge unten eingeblendet und die kann ich nicht gleichzeitig lesen und versuchen, am Leben zu bleiben. Das geht einfach nicht. Das ist ein bisschen schade. Da hätte man vielleicht sogar ausnahmsweise vielleicht oder zumindest das als Option schalten können, dass es Voice Acting, ja, dass es Voice-Overs gab, ne, von James etc. und vom Mike und so weiter. Naja, auf jeden Fall auf Platz 11 The Angry Video Game Nerd 1 und 2, beziehungsweise Platz 11 ist der erste Teil. Platz 2, denke ich, könnte man aber auch da einstufen, so wie ich es gesehen habe. Ja,
Platz 10 ist ein Spiel, wo ich auch sehr gute Erinnerungen dran habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, das war mal ein Deal mit dem Chico, mit dem Georg. Und ja, durch ihn ist es in meine Sammlung gewandert. Ein sehr, also nicht mehr so günstiges Spiel in Top-Zustand. Und ich habe, ja, eigentlich das nur angefangen und gespielt, weil ich doch mehr als diese 14 Games haben wollte, das Jahr über, weil vorletztes Jahr habe ich sehr wenig durchgezockt, oder es waren auch, glaube ich, 10 Games oder so, und ich wollte mehr. Ich dachte, ich hau da immer mal wieder so ein Game rein, wo ich weiß, das ist in einer halben Stunde erledigt, so auf Gameboy oder so, wie auch immer. Auf jeden Fall, hier geht es um Super Mario Land für den Gameboy. Endloser, zeitloser Klassiker Super Mario Land auf dem Game Boy. Ah, sehr, 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 sehr viel Nostalgie. Ja, immer wieder schön, das in der Hand zu haben und sich das anzuschauen. Natürlich hatte ich das als Kind auf dem Game Boy. Also, naja, bis ich es endlich mal spielen durfte. Mein Vater hat sich ja einen gekauft und ich durfte an meinem Geburtstag. Und ich durfte nicht spielen, weil es war seiner. An meinem Geburtstag. Da war ich traurig. Aber irgendwann habe ich das Ding in die Hand bekommen und natürlich Super Mario Land gespielt. Und ja, schönes Spiel. Immer noch heute sehr gut spielbar. Die Gameplay-Mechanik ist ein bisschen laggy. Fühlt es sich doch ein bisschen laggy an. Also er läuft relativ schnell los und bleibt abrupt stehen. Und ich weiß, das hört sich alles andere als laggy an. Aber irgendwie fühlt es sich einfach komisch an. Ja, so. Also man kann einen Sprung sehr auch mal vertimen und einfach in den Abgrund stürzen, weil man ja eigentlich das anders fühlen möchte, wenn man springt und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, es ist alt, aber es ist durchspielbar. In knapp 40 Minuten habe ich das, glaube ich, durchgespielt. Und coolerweise ganz am Ende gibt es sogar ein kleines Schmapp-Level, was sehr cool war. Ja, ich habe zwar unterwegs immer wieder so, ja, versteckte Passagen gesehen, überhalb des Levels, wo ich mir gedacht habe, wie zum Teufel kommt man da hoch? Wie komme ich da hoch? Keine Ahnung. Ich bin doch als Kind auch da hochgekommen, da habe ich es doch auch rausgefunden, aber irgendwie wollte es nicht. Naja, auf Platz 10, das Super Mario Land auf dem Game Boy. Wie gesagt, in Top-Zustand, nicht mehr so günstig, also 150 aufwärts. Krass. Gut, auf Platz 9, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Ja, mega geiles Spiel, angelehnt an Turtles in Time, wobei ich Turtles in Time immer noch besser finde als Shredder's Revenge. Aus dem einzigen Grund, und zwar weil das Spiel ist an und für sich komplett so vom Gameplay komplett gleich, ne? Also es fühlt sich absolut an, als würde man Turtles in Time spielen, von den Gameplay-Aspekten her. Aber was Turtles in Time auf jeden Fall im Vorteil ist, dass die Schauplätze, ne? Man ist mal im Wilden Westen oder wie auch immer, ne? Man reist durch die Zeit, man ist mal bei den Dinosauriern, man ist mal da, mal da, mal da. Und hier ist es halt in der Gegenwart und da geht's auch nirgends sonst wohin. Dennoch, schönes Spiel, ein bisschen teuer, finde ich, ne? Mit 40 Euro in 2 Stunden ist man da durch. Bisschen teuer. Hätte vielleicht auch zusammen auf der. Und ich weiß, dass. Ich will das irgendwie, weil für mich ist das. Das hätte ein Spiel sein sollen. Hier, ne? Die Turtles, die Cowabunga Collection, Shredder's Revenge als Hauptspiel und die Cowabunga Collection in einem Ding. Aber so haben sie halt zweimal 40 Euro von mir bekommen, ne? Deswegen tue ich das noch so ein bisschen so mit dazu, ja, weil ich wollte sonst nicht hier reinranken, weil ich habe ja die Cowabunga Collection, ich habe da jetzt nichts durchgespielt von den Games, ne? Und da sind ja so ziemlich alle Turtles Games drauf, die man kannte von damals. Und ja, wie gesagt. Aber dennoch schön bei beiden. Also da ist was drin und nee, da ist nichts drin. Da ist einfach nur Artwork. Aber hier war zumindest eine Anleitung bei Shredder's Revenge und ein Pizza-Schlüsselanhänger. Ja. Platz 9 haben wir gesagt. Shredder's Revenge. Ich war sehr überrascht von diesen beiden Games. Hat mir doch gut gefallen. Wirklich
und absolute, auch hier absolute Nostalgiebomben so, ne? Gut, auf Platz 9, nee, auf Platz 8 auf der PS5, Kena. Bridge of Spirits. Schönes Spiel, schöne, fast, nicht gezeichnete Grafik, aber ich sag mal so, animiert, ne? Also, so Pixar-mäßig ist hier die Grafik, kommt die daher. Und doch, ist ein schönes Spiel, so wie ich es verstanden habe, ein relativ kleines Entwicklerstudio. Und das wurde auch gar nicht so als AAA-Titel vermarktet, so wie ich es verstanden habe. Aber gefühlt war es für mich doch ein AAA-Titel. Sehr stimmig, die Welt, in der man da, auf der man da unterwegs ist, oder in der man da unterwegs ist, mit dieser Kena. Und und da spielen wir, wie gesagt, diese Kena. Wir sind eine Art Überbringer von verstorbenen Geschöpfen, dessen Seelen ins Jenseits gebracht werden möchten, aber manche Seelen verstehen nicht, dass sie tot sind, und wir müssen denen helfen und so weiter und so fort. Und so um dieses Thema verstrickt sich da die Geschichte sozusagen. Und ja, man ist da unterwegs, hat hier und da kleinere so Puzzle zu erledigen. Ehrlich gesagt musste ich hier und da mal schauen, weil die Puzzle doch irgendwie schwieriger schienen, als sie eigentlich waren. So im Nachhinein, aber wenn man es weiß, ne? Und man hat ja diese kleinen Rotzlöffel, die man unterwegs einsammeln kann, die einen begleiten, die sehr süß auch animiert sind, muss man sagen, die einen ja helfen, bei Sachen zu tragen und damit man Plattformen erstellen kann und so weiter und so fort. Also wirklich schön gemacht, und die Bosskämpfe, die haben es wirklich in sich, ne? Muss man sagen. Also gerade hinten hinaus geht's ab mit den Bossen, aber wenn man es ein bisschen meistert, das Kampfsystem, dann schafft man das schon. Ja, Kena, Bridge of Spirits, mein Platz 8. Weiter geht's auf Platz 7. Ja, Sackboy, A Big Adventure. Ja, Sackboy, A Big Adventure auf der PS4. Mit der PS5, mit dem Upgrade gespielt. Ist ein schönes, kleines Sammelmarathon, nenne ich diese Games immer gerne. Oder ja, Jump'n'Run, 3D-Plattformer, Sammelmarathon. Und man spielt den Sackboy und ja, muss natürlich seine Welt, die geschändet wurde von einem bösen Tyrannen, ja, müssen wir retten, und sind da unterwegs und spielen wirklich schön gestaltete Level. Was ich sehr geil fand an dem Game, sind teilweise die Music Scores, denn das waren bekannte Titel, und insbesondere als von David Bowie Let's Dance kam, bin ich ausgeflippt. Ja, das war so geil, das hat so geil gepasst, und ich sitze da und spiele Sackboy, ein 3D Jump'n'Run Sammelmarathon, und höre nebenbei im Spiel Let's Dance von David Bowie. Wie geil. Ich habe das so hart gefeiert. Und ja, was mir nicht so gut gefallen hat, es gab Levels, die man nur zu zweit spielen konnte. Das ist immer blöd, ne? Weil was ist, wenn du Single bist, ne? Oder ja, die Freundin nicht besonders viel Lust hat, mit dir diese Levels zu spielen, dann fehlt dir da ein bisschen was vom Game sozusagen. Naja, auf jeden Fall, mir hat's Spaß gemacht. Sackboy, A Big Adventure, definitiv zu empfehlen. Sehr geiles Spiel auf Platz 7 bei mir. Sackboy. Ja, Platz 6. Eigentlich müsste das höher sein. Aber dafür war es doch zu kurz. Aber eigentlich müsste es höher sein. Auf der PS3. Journey. Oh, was für ein Erlebnis. Und das ist es. Journey ist ein Erlebnis, ein Spiel, in dem man versinken kann, ein Spiel, das einen berührt einfach. Ja, also man wacht da auf und hat keinen Plan, was man ist, und findet alles so nach und nach mehr oder weniger raus, während man da durchspielt. Und
durchstreif einfach diese schön gemachte Welt. Also schon auf der PS3 sah dieses Spiel ultra schön aus. Einfach nur hier und da kleine Rätsel, die man löst. Nichts Schweres. Also es ist wirklich so ein schönes Feierabendspiel. Da mal eine halbe Stunde, da mal eine halbe Stunde und nach 4-5 Tagen ist man da durch. Ne? Wie gesagt, so wie ich es verstanden habe, ist es eigentlich besser, wenn man das online spielt, weil man kann da quasi mit anderen zusammen und wortlos, ne, dieses Spiel durchspielen und ich weiß jetzt nicht genau, ob das irgendwie zum Spiel selbst beiträgt, ob da irgendwas groß anders ist, aber auf jeden Fall, es gibt da die Möglichkeit. Aber ich habe es sehr, sehr genossen und ja, einfach nur, ich mag diese Spiele mittlerweile. Früher nicht so mega Fan gewesen, aber mittlerweile so schöne, ja, Spiele, in denen man wirklich erkennt, was das Spiele Kunst sind oder sein können zumindest, ja. Und da reiht sich Journey definitiv ein. Sehr zu empfehlen, Journey. Das ist übrigens die Collector's Edition, da ist noch Flower drauf und wie heißt das andere? Flow, ja. Aber hier das Hauptspiel Journey auf Platz 6 bei mir. So, dann geht's weiter mit Platz 5, ein PS5 exklusives Game, Ratchet & Clank Rift Apart. Ratchet & Clank Rift Apart, wo ich absolut erstmal gedacht habe, krass, also wenn die PS5 grafisch schon so anfängt, ne, wir wissen ja immer, wenn Konsolen rauskommen, ne, was am Ende eines Lebens einer Konsole dann noch rausgehauen wird, ne, man sieht es auf der PS4 mit Ghost of Tsushima, was da halt geht, ne, und wenn die PS5 schon so anfängt, alter Schwede, ja, Ratchet & Clank Rift Apart, für mich, ja, cool, macht nichts mega Neues und das ist auch manchmal auch gut so, ne? Ich brauche kein Franchise, was sich immer wieder neu erfindet. So, muss nicht sein. Und ja, Ratchet & Clank Rift Apart, man ist da mit Ratchet unterwegs und spielt nebenbei auch mit dieser weiblichen Ratchet und hat halt seine ganzen üblichen Charaktere am Start, seine verrückten Waffen, mit denen man da sich durch die Gegner schießt und so weiter und so fort. Und vor allem diese Rifts durchqueren fand ich geil. Da gab's teilweise Level, da ist man relativ schnell so durchgepaced und dann war da eine Öffnung, dann ist man da durchgesprungen in ein anderes Universum und dann ein paar Meter weiter nochmal und dann nochmal und nochmal und waren immer in einem anderen Setting so plötzlich. So, das war, also rein technisch absolut Hut ab vor diesem Spiel und zu Recht auf meinem Platz 5 Ratchet & Clank Rift Apart. Auf jeden Fall Sony Exclusive, ne? Exclusive! Auf Platz 5 Ratchet & Clank. Auf Platz 4, da hatte ich vor dem Vorgänger zwar ein bisschen mehr Angst, ein bisschen viel mehr Angst, sag ich mal. Das war eher so ein, der Teil hier war eher so ein, bis auf eine Ausnahme, wie so eine Gruselachterbahn, sag ich mal. Es geht um Resident Evil 8 Village. Ja, doch, sehr genossen das Spiel. Ich fand auch diese Gameplay-Mechanik, wenn man dann im Schloss ist und von dieser großen Frau gejagt wird, nicht so schlimm wie in vorherigen Resident Evil-Titeln, wenn man von Mr. X gejagt wird manchmal hat es schon echt genervt, aber in dem Teil war das echt in Ordnung. Aber man fängt hier in diesem Dorf an sozusagen, oder beziehungsweise zu Hause. Man spielt Ethan Winters, der auch der Protagonist vom 7. Teil war, mit seiner Frauchen, die dem Horror vom 7. Teil entkommen sind. Naja, dachte man zumindest. Und im 8. Teil geht's quasi da weiter, wo es aufgehört hat, nach ein paar Jahren Ruhe. Ja, mehr will ich dazu jetzt auch nicht sagen, ich will nichts spoilern. Hat Spaß gemacht. Die Rätsel waren auch alle wieder eigentlich relativ easy, mehr oder weniger. Ich habe da nicht viel Probleme gehabt. Hinten raus wird das Spiel auch super actionlastig, also super Call of Duty actionlastig, aber hat mich nicht gestört.
habe mich mittlerweile dran gewöhnt, dass... Und hier haben wir diesen Fall, ne? Zuerst hat's mich sehr aufgeregt bei Resident Evil, dass es sich so ab dem vierten Teil ständig versucht, sich neu zu erfinden, aber mittlerweile habe ich es einfach akzeptiert und der siebte Teil hat mir super geil gefallen aus der Ego-Perspektive und genauso gut hat mir Village gefallen und wie gesagt, so vom Angst- und Gruselfaktor war das jetzt nicht so krass wie der siebte. Da gab es eine Passage im Spiel, da war man in einem Keller von einem Nebenhaus quasi, von einer anderen Villa, war man im Keller unterwegs und überall waren Puppen und da ist dann was passiert, dass da war dann etwas, was uns gejagt hat, wo ich mir gedacht habe, Alter, wer denkt denn sich sowas aus, ey, krass. Naja, auf Platz, was war's, 8? Nee, 8, Resident Evil 8 war das, auf Platz 4, Resident Evil Village. Ja, warum habe ich da eine Pause gemacht, keine Ahnung. Auf Platz 3, und das war eigentlich so Platz 1 oder Platz 2, ein sehr schönes Spiel, Stray. Ach ja, Stray, ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel, auch eines dieser... Lehn dich zurück nach dem Feierabendspiel und mach's dir bequem. Spiel ein bisschen diese Katze, die ihre Familie verloren hat auf der Erdoberfläche, die quasi verlassen wurde von den Menschen. Es gibt keine mehr. Warum, weiß man nicht. Wird sich aber mehr, ja, doch rausstellen, indem man das Spiel weiterspielt und die Geschichte aufdeckt. Und wie gesagt, wir sind diese kleine Katze, die sich, die in ein tiefes Loch gefallen ist und sich im Abgrund befindet, quasi in den Slums von einer Roboterstadt. Und die ganzen Roboter, die da umher irren, sind sehr, sehr menschlich. Und man merkt richtig, dass die meisten Roboter es schade finden, dass die Menschen nicht mehr da sind. Ne? Aber das ist schon so lange her, dass sie selber nicht mehr genau wissen, warum sind die Menschen weg. Wie gesagt, das kann man aufklären oder wird man aufklären, je weiter man das spielt. Und dieses Spiel ist auch auf Ebenen aufgebaut, also es gab 3 oder 4 Ebenen, ne, unten angefangen in diesen Slums und je höher man kommt, desto, ich sag mal, aufgeräumter sind die Welt oder ist die Stadt und privilegierter leben diese Roboter, die da drin leben. Ja, und auch hier, da musste ich auch zwei oder dreimal schauen, so kleinere Rätsel, wo ich nicht weiterkam, ne. Wo ich mir gedacht habe, okay, gut, ne, ein bisschen, also das muss man erstmal rausfinden, ne? Lauf dahin, so ein bisschen an Zelda hat mich das erinnert, lauf dahin, hol das, bring das dahin, stoß das um, damit der die Tür aufmacht, geh dann da rein, hol das und bring das dahin, ne? Und das muss man erstmal wissen. Wenn man das vorher nicht weiß, dann, so wie ich, dann muss man eventuell sich Abhilfe verschaffen. sehr, sehr schönes Spiel, es hat mich sehr gefühlstechnisch mitgenommen auch auf jeden Fall, ja, weil es doch recht, vor allem unten in diesen Slums, da die Stimmung doch sehr relativ deprimierend war auch und so, ne, also, ja, schön gemachtes Spiel. Das Einzige, was mich so ein bisschen nicht enttäuscht, da wo ich mir gedacht habe, okay, das war's jetzt, war der Schluss, der war ein bisschen anti-climactic, sag ich mal. Aber es lässt hoffen auf einen zweiten Teil, auf eine Fortsetzung. Und da bin ich ganz für. Wie gesagt, auf Platz 3 Stray auf der PS5. So, auf Platz 2 ein Titel, der mich sehr überrascht hat. Und deswegen auch zu Recht auf Platz 2, meiner Meinung nach. Sehr genossen, auch das eher im Multiplayer. Würde das, denke ich, mehr Spaß machen, egal, ich habe es alleine durchgerobbt auf der PS4, Strange Brigade. Strange Brigade, ich glaube, da zahlt man keinen Euro mehr dafür, für das Spiel. Das ist super schnell im Preis gesunken, es war von Beginn an, glaube ich, gar nicht teuer. Lass mich lügen, denkt so 29,99. War relativ schnell runter auf 20. Mittlerweile kriegst du es locker für einen 10er, 5 Euro, 10 Euro hinterhergeschmissen. Aber egal.
Es ist ein sehr geiles Action-Game aus der Third Person, es ist wie ein Tower Defense eigentlich, so ein offenes Tower Defense. Man wird überrannt von Gegnerhorden, kann die Umwelt und die Umgebung schön nutzen, um sie von einem fernzuhalten. Ne, Waffen-Upgrades, jede Menge, und am Anfang hat man 4 Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die man sich dann aussuchen kann. Und wie gesagt, eigentlich ist das eher ein Multiplayer-Game, ne, wenn man da das zu viert zockt, durch die Level huscht, so mega, sau cool. Coole Bosskämpfe mit riesen Boss-Endgegnern. Ja, und das Setting ist cool, das ist halt eine Mischung, klar, Indiana Jones, Tomb Raider, ne, so ein bisschen vermischt und in diese 30er, 40er Jahre, in denen das Game hier stattfindet, wird man da geschmissen. Ja, wie gesagt, allerlei Gegner, Mumien, Monster, und das ist auch so ein kurzweiliges Ding. Ich habe da immer 1-2 Level gespielt und dann gut, am nächsten Tag wieder 1-2 Level gespielt, gut und so weiter und so fort, bis ich da nach ein paar Stunden durch war. Die Rätsel, die einem da entgegenkommen, sind eine Handvoll Rätsel, die sich immer wieder wiederholen und mehr oder weniger schwer sind oder schwieriger werden, je weiter man da kommt und so weiter und so fort. Also ja, es hat mich sehr überrascht. Ich habe immer wieder von dem Spiel gehört, dachte mir aber so, ja komm, das kann nichts sein. Aber ja, gerade diese kurzweiligen, schnellen Dinger, die man einfach mal reinwerfen kann, die können einen halt echt überraschen, und so war es auch mit Strange Brigade. Zu Recht, definitiv. Ich habe es sehr, sehr gern gespielt. Mir hat es Spaß gemacht. Auf Platz 2, Strange Brigade auf der PS4. So, und jetzt kommen wir zu meinem Platz 1. Und ich war bis vor ein paar Tagen, konnte ich mich nicht zwischen Resi 8 und Stray auf Platz 1 entscheiden. Aber irgendwas, ich habe meine Top 5 nochmal so angeschaut und wirklich in mich gegangen und gedacht, okay, was ist jetzt wirklich dein Platz 1? Und ich hätte nie gedacht, dass es irgendwie irgendwann mal bei mir überhaupt so weit, weil eigentlich das Franchise, ich mag das Franchise, aber ich habe noch nie eins durchgespielt, und das ist das erste Mal, dass es das in 3D gibt. Freunde, auf Platz 1 Kirby und das Vergessene Land auf der Switch. Ja, ein Switch-Game hat es bei mir auf Platz 1 geschafft, ne? Seltsam, ne? Wenn man sich die Liste hier nochmal anschaut, dann sind von Platz 9 bis 14 sind 1, 2, 3, 4, 5 Switch-Games, und von Platz 2 bis 9 sind es 4 oder 5 PS5-Games, ne? Also so ein bisschen so eine Spalte, ne? Weiter unten waren mehr Switch-Games, weiter oben mehr PlayStation 4 und 5 Spiele, aber ganz oben auf der Switch Kirby und das Vergessene Land. Ja, warum auf Platz 1? Eines der Hauptgründe für mich, weil nachdem ich das Spiel zu Ende gespielt habe, wollte ich weiter spielen und Sachen finden und aufdecken, und das kommt super selten bei mir vor, eigentlich nie. Ne, wenn ich ein Spiel durchgespielt habe, dann war's das. Cool, nächstes Spiel. Aber Kirby, ne, gerade diese kleine Stadt, die man da, wo man da hilft, aufzubauen, wieder nachdem sie quasi ausgelöscht wurde, in denen die kleinen Waddle Dees wohnen, ne, und man da hilft, dieses Dorf wieder aufzubauen, ne, macht Spaß, wenn man die Level durchspielt und so viel Coins erwirtschaftet, wachsen da die Geschäfte und die Häuser und die Attraktionen wieder, die es da in diesem Dorf einst gab, die wachsen dann wieder. Und das hat einfach Spaß gemacht zu sehen, wie das wächst, ja. Und wie gesagt, ich finde, 3D Kirby macht für mich persönlich am meisten Sinn und Spaß. Die ganzen Kirbys vorher bis dato, bis zum NES waren alles, und Game Boy waren alles 2 bzw. 2.5D Kirbys, soweit ich mich erinnern kann. Aber das hier ist so das erste reine 3D, ja, Kirby-Game, und das bockt einfach, ja, wenn man die Fähigkeiten der Gegner übernehmen kann, indem man sie einsaugt und sich dann in ihre Fähigkeit verwandelt, ja, sei es Feuer spucken oder Eis spucken oder
Ringe werfen, Boomerang-mäßig, oder sich in einen Stachel verwandelt und der rollen kann und so weiter und so fort. Und unzählige Attribute, die man da erringen kann und auch aufwerten kann. Da gibt's auch im Dorf einen Shop, da kann man seine gefundenen Fähigkeiten aufwerten, bis zu 4-mal. Ne? Also das ist wirklich cool. Da muss man unterwegs immer Blaupausen finden, die gibt man dann dem Shop-Owner und der kann dann die Waffen für uns stärker machen. Vorausgesetzt, man hat genug von diesen Supersternen, die man finden muss, beziehungsweise Geld, Coins und so weiter. Es gibt auch genug Minigames in diesem Dorf, in dem man auch Kohle machen kann. Es gibt so viel Verstecktes, was man finden kann, und ja, es ist einfach, macht einfach Spaß. Es ist auch leichtherzig und süß und auch so ein Ding für nach der Arbeit, total gestresst. Ja, da willst du nicht unbedingt ein Resi 8 spielen, da spielst du mal ein Kirby oder so. Und ja, wie gesagt, ne, ihr merkt schon, es blieb auch wirklich am meisten im Kopf hängen. Deswegen ist dieses Spiel für mich auch Platz 1. Ist aber auch gut, fairerweise muss ich sagen, das, was ich als letztes durchgespielt habe, ja. Also von daher. Egal. Und ich hab's immer noch drin. Ich bin immer noch nicht durch. Ich zock das nebenbei immer noch. Hinten raus, kann ich euch sagen, werden die Bosskämpfe ultra schwer. Ja, am Anfang so 80% des Spieles dachte ich mir so, easy. Die meisten Gegner, es reicht, wenn du denen sehr nah kommst und einfach gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. So, aber hinten raus, da wird's nicht mehr so einfach, ne? Und der einzige Kritikpunkt, was ich habe an dem Game ist, wenn man es eigentlich durchspielt, sagt einem das Game, du hast es, also es kommt ein Credit-Screen, ja, die Macher und überhaupt, und dann kommt aber, ja, also eigentlich hast du es nicht ganz durchgespielt, da gibt's noch was man machen muss, und dann schmeißen die einem halt echt nochmal 7 Level, die gemischt sind aus den Unterlevel der verschiedenen Welten, in denen man da unterwegs ist, sage ich mal. So, die besten Teile werden dann immer so zusammengefügt und in ein Level verpackt, und so bouncen die dir nochmal 7 Level entgegen, und erst wenn du das gemeistert hast, dann hast du es wirklich durchgespielt. Ich habe es auch gemacht, aber ich bin kein Fan von sowas, ja. Wenn ich fertig bin, lasst mich einfach bitte fertig sein, ja. Aber egal, da sieht man auch wieder. Das würde ich nicht bei vielen Games machen, aber bei Kirby einfach nur geil, ja. Hat echt Spaß gemacht, so dieses ganze Verwandeln und, ja, schöner Score, kleiner, bleibt mir im Kopf, dieses mega, sau cool gemacht. Also, Platz 1, Kirby. Wer hätte das gedacht, jemals in meinem Leben, dass ich sage, Kirby ist bei mir auf Platz 1 dieses Jahr. Und wie gesagt, das ist nur meine Liste von den Games, die ich durchgespielt habe, wie ich sie ranken würde. So, und wie gesagt, sagt mir gern, was sind eure Top-Spiele dieses Jahr, Platz 1, ganz besonders, ne, würde mich mal interessieren. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch, ich weiß nicht, ob es nächste Woche noch ein Video geben wird. Ich sag jetzt schon mal, frohes Neues, bleibt gesund, stay safe, passt auf euch auf, euer Ree.